So, dich pflanzen wir mal. Wir sollten die Sachen nicht in die Ecken pflanzen. Es muss immer Platz sein zwischen der Mauer und was auch immer, damit wir uns da hinstellen können und mit dem Speer über die Mauer pieksen. Oder zwischen der Mauer pieksen oder wie auch immer das funktioniert. Also machen wir einfach mal hier. Hier kommen jetzt ein paar Beerenbüsche hin, dann komme ich hier die Farm hin. Und die will ich innerhalb der Mauer haben, damit wir nachts auch was zu tun haben. Sticky-Büsche können wir alle hier hin. So. Die ganzen Sachen sollten wir alle einfach mal ausbuddeln. Und auf einen Platz bringen. Damit es ein bisschen kompakter ist. Wie schaut es mit Essen aus? Gar nicht gut. Schmeißen wir noch mal ganz kurz ein, zwei Tannensaft hier auf. Wir hätten gerne Monsterfleisch gekocht. Genug Lebenspunkte haben wir ja gerade. Und auch genug Geisteszustand. Wirklich viel bringt das aber auch nicht mehr. Na gut, dann halt das altbewährte. 30.000 Samenkörner, bis man mal wieder satt ist. Sehr gut. Platzsparenderweise kommt das erstmal weg und danach die hier. Ja, ich habe nicht untertrieben mit den 30.000. So. Du kommst jetzt mit. Das kommt jetzt auch alles mit. Und in den Kommentaren wurde gesagt, jetzt wo ich doch so viel Gras habe, könnte ich doch ein paar Hasenfalten bauen. Und das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Das heißt, wir platzieren die Dinger einfach direkt bei deren Bauten. Und dann laufen die da jedes Mal rein, wenn sie panisch vor uns wegrennen. So, die kommen mal einfach hier so dicht wie möglich. Du gehst ja ganz schön ab da, hm? Kraw, 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 kraw. So, also ja, Fallen. Wir brauchen Stickies und Gras. Wir brauchen... Oh! 6 Gras? Ganz schön teuer geworden. Na gut. Also, testen wir es mal. Flupp. Das war jetzt nicht so sinnvoll. So. Und ich muss dran denken, dass wenn ich das ganze Gras neu setze, muss ich es ja mindestens einmal düngen. Das wurde ja auch von ein paar Patchen geändert. Sowas vergesse ich gerne. Oh, und die... Schaufel ist kaputt. Was ich eigentlich sagen wollte, die Karnickel sind aber schön weit weg von ihrem Bau. Ich nehme mal an, dass der da dahin gehört. Leider. Genau, stirb. So. Das nehmen wir jetzt alles mit. Dann machen wir gleich noch ein paar Fallen. Und dann haben wir es auch schon Abend. Wirklich produktiv war es heute ja nicht. Morgen sollten wir dann losgehen. Noch ein paar mehr Steine klopfen. Auch wegen dem Gold. Ich hätte schon ganz gerne demnächst Goldwerkzeug. Schmetterling. Zu dem Schmetterling gab es auch einen Tipp. Man soll einfach still stehen bleiben. Ich gehe mal relativ nah ran und warte. Okay. Ich will das so haben, dass nichts außer mir in der Nähe vom Schmetterling ist. Dass er dann bei mir in der Nähe zwangsweise landen muss. So, stehen bleiben. 21, 22 und er fliegt einfach weg. Gibt es einen Schmetterlingshut? Stirb! Ah. Oh. Oh, so können wir es wieder machen. So, Abigail. Du hilfst mir jetzt bitte mal den Schmetterling hier. Ich werde von einem Schmetterling... Jetzt ist er weg. Na gut. Soll's halt nicht sein. Schnappen wir uns noch ein bisschen Dünger. Probieren es nochmal mit Abigail. Denn mir wurde gesagt, es dauert halt einfach nur länger, bis die Yaks sterben. Aber sie müssten eigentlich sterben. Also, jedes Mal, wenn die so rot aufleuchten, kriegen die wohl Schaden.
So. Wow. Ja, es klappt definitiv und sie werden nicht stinkig. Ich glaube, das mache ich nicht nochmal. Das finde ich ganz schön unfair. Das macht es dann doch ein wenig zu einfach, die Büffel zu jagen. Aber müssen wir gucken. Erstmal brauchen wir jetzt wieder Feuer. Und ich sollte mal ein Seil verfeuern, wurde mir gesagt. Wusch. Wow. Ja, das ist hell. Dann verkochen wir doch mal das da. Das Fleisch lassen wir erstmal so. Wir bräuchten auch unbedingt demnächst eine Kühltruhe. Köder schnappen wir uns auch schon mal. So. Also ja, eine Kühltruhe. Worunter war die? Licht? Nein. Essen? Kühltruhe. 2 Gold. Den Rest haben wir bald zusammen. Ja, Holz, ne? Okay, die Axt hat nur noch 1%. Da brauchen wir auch eine neue. So. Die pflanzen wir hier nochmal schnell an. Und düngen. Ist da eigentlich ein optischer Unterschied? Ja, wenn sie gedüngt wurden, sind sie einen kleinen Tick gerader. Super. Und dümmer ist alle. Ja. Du machst aber nicht Mauern kaputt, oder? Oh, du kannst nicht durch Mauern durch. Du bist ein komischer Geist. Hm. Ja, klappt anscheinend nicht. Ja. Den guten alten Hammer kaufen wir nochmal. Und machen die Maschine jetzt kaputt. Denn eigentlich brauchen wir sie nicht. Wenn ich das so richtig gesehen habe. Ich teste das mal, indem ich den Hammer gleich wieder weglege. Und zu der Maschine gehe. Und hier nochmal gucke, ob jetzt irgendwas nicht erforschbar ist. Also dieser Text darunter auftaucht. Du brauchst die und die Maschine. Nö, sehe ich nirgendwo. Sehr gut. Dann basteln wir nochmal 1, 2 neue Steine. Ja. Und hauen mit dem Hammer das da weg. Zack, zack, zack. Sehr gut. Ja, stimmt, ich wollte das ja symmetrisch machen. Ich glaube, das reicht trotzdem nicht. Hier waren das irgendwas mit 13 oder 17? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, ja. Hier sind das bei weitem noch nicht so viele. Also setze ich einfach alle 4. Quatsch, wo sind die? Da. Oh, das reicht doch. 2, 4, 6, 8, 10. Also noch 7 Stück. 1. Falsch. 2. 3. Nee, warum nicht? 4. 5. 6. 7. So, nochmal überprüfen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Sehr gut. Das heißt, hier können wir schon mal den Knick andeuten. Haben wir zufällig eine... Nee, haben wir nicht. Eine Pitchfork zur Hand. Da. Ich will nur mal ganz kurz gucken, wie die Bodenplatten hier aussehen. Hehe. Ah doch, da klappt das. Das ist schon mal gut. Man könnte fast sagen, das wäre geplant gewesen. Klappt das da oben auch? Es klappt indirekt. Man sieht es nicht, weil die Wand direkt draufsteht. Also ja, das dürfte optisch okay sein. So, du kommst da jetzt mal raus. Und musst gleich sterben. Wir haben anscheinend Chester verloren, deshalb wir lassen das Ding erstmal da liegen. So, Boden legen, töten. Wir haben ziemlich volles Inventar. Wir brauchen unbedingt, unbedingt Holz. Also gucken wir mal, was unser Holz... Wow, sehr schön. Was unsere Holzfarm macht, wollte ich gerade sagen. Und die entwickelt sich prächtig. Also nur noch der eine Baum da oben links ist nicht wirklich ausgewachsen. Das heißt, wir werden jetzt den ganzen Tag damit verbringen, Holz zu hacken. Oh. Und wir sollten zwischendurch unbedingt noch was essen.
Aber machen wir doch einen kleinen Abschnitt gleich zum Lager zurück. Verkochen da das schlechte Fleisch. Also dieses einfache Hasenfleisch. Und vielleicht noch ein, zwei von den Jagdschnitzeln. So. Zack. Lassen wir erstmal das liegen. Läuft ja nicht weg. ja, wenn es kein Baummensch ist. So. Kochen. Feuer ist eh gleich aus. Das sollten wir noch ausnutzen. So. Njam, njam, njam. Njam, njam, njam. Wir haben echt alles ein wenig reduziert, kann das sein? Was den Sättigungsgrad angeht. Hm. Oder sie mag einfach kein Fleisch. Könnte ja auch sein, dass einer der Charaktere plötzlich Vegetarier ist. Das wäre dann eine ganz schöne Herausforderung, denke ich mal. Nur von Samen und Beeren zu leben. Okay, und Karotten. Und dem ganzen anderen Farmzeug. Ja, so schwer ist es dann wohl doch nicht. Aber ich bin irgendwie auf Fleisch fixiert. Wahrscheinlich, weil ich es in Real Life auch bin. So. Flupp. Axt kaputt. Neue Axt. Ah, Stickies werden langsam wenig. Vor allem brauchen wir für die Goldwerkzeuge ja auch 4 Stickies pro Stück. Das ist ganz schön happig. Aber wir haben ja unsere paar Büsche da oben. Sollten wir denn auch, wenn wir unterwegs sind, mal ein paar neue von einsacken. Also hier unten sind ja ganz viele. Dass wir so 10 Büsche oder so im Lager haben. So, jetzt geht das auch so los. Und wir sollten mal eine neue Schaufel basteln. Die ganzen Stumpen rausziehen. So, Leertaste, hoi. Ach ja. Was habe ich nur vorher ohne die Leertaste gemacht? Mir einen abgekrampft, das habe ich. So, also. Wir sollten auch gleich... kein Platz mehr. Schmeiß da hin. Wir sollten auch gleich eine neue anfarmen. Also eine neue Holzfarm anfarmen. Ihr wisst schon, was ich meine. Damit das schnell wächst. Wieder 1, 2, 3 mal 3. Sieht sogar einigermaßen ordentlich aus. Ich hätte da echt gerne Platzierungshilfe. Sowas irritiert mich. Ich hätte da echt gerne Platzierungshilfe, dass man das irgendwie an einem Raster ausrichten kann oder so. Ich habe echt zu viel Dwarf Fortress, Minecraft und andere blockartige Spiele gespielt. Wenn ich jetzt Sachen nicht symmetrisch angeordnet habe, werde ich kirre. So. Was sagt unsere geistige Gesundheit? Ist noch voll okay. Das heißt, wir können noch die letzten 2-3 Minuten hier im Halbdunkeln weiterarbeiten. Oh, Stack ist voll. So viel dazu. Aber wir sind ganz schön überladen. Dann arbeiten wir doch nicht im Halbdunkeln weiter und schmeißen einfach mal ein Seil da drauf. Wusch, das scheint ja echt lange zu reichen. Essen den Schmetterling. Nö, der macht bestimmt nicht satt. Nö. Dann fangen wir jetzt an, die ganzen Sachen weiter zu verarbeiten. Also die Bretter vor allem. Und wir lassen mal den Hammer hier liegen, damit ich damit keinen Unsinn mache. Die Pitchfork genauso. Jackfell wird auch keiner aus Versehen reinbeißen. Obwohl... wir haben noch ganz kurz Zeit. Die schmeiße ich einfach mal hier hin und mache da eine kleine Kohlefarm draus. Das muss ja nicht groß wachsen. Selbst die kleinsten Bäume bringen schon Kohle. Und ich glaube nicht, dass es eingeführt wurde, dass die großen mehr Kohle bringen inzwischen. Was natürlich realistisch wäre und wo ich auch für wäre. Weil so ist ja schon fast wieder Cheaten. Aber ja. So, zack, zack. Ein bisschen kokeln macht immer Spaß. Zack. Irgendwann sehe ich es noch kommen. Nach dem Patch mache ich genau so eine Aktion und plötzlich fängt der Boden an zu brennen. Das wäre übel.